Moin Moin Schizos, herzlich willkommen hier zur vierten Ausgabe von Risk No Fun. Ja, ich bin gerade unterwegs, Novi heute zum letzten Mal an der Kamera und wir haben uns vorhin getroffen, waren jetzt schon bei Burger King ein bisschen essen. Jetzt sind wir gerade nach Stift gefahren, das ist ein Ort hier in Kiel, wo eigentlich, laut meiner Erinnerung, eine Halfpipe stand, die jetzt aber nicht mehr da ist. Deswegen fahren wir jetzt zum nächsten Ort und schauen mal, ob wir dort eine Halfpipe finden und dann starten wir mit der ersten Aufgabe. Also, schauen wir mal, ob wir fündig werden. So Freunde, jetzt sind wir hier angekommen und Gott sei Dank, hier steht tatsächlich im Hintergrund eine Halfpipe. Sehr schön. Folgendes werde ich nur machen. Ich habe mir hier ein Bobbycar besorgt und jetzt werde ich mit dem Bobbycar mich dort von der Halfpipe runterstürzen. Und es ist egal, wie viele Versuche ich brauche, darum geht es diesmal nicht. Es geht darum, dass ich es halt einmal schaffe, ohne mich abzupacken, wirklich einmal von A nach B rüberzukommen. Ich weiß nicht, wie viel Schwung ich brauche, ich weiß nicht, wie ich es genau anstelle. Das werde ich jetzt machen. Das kann ich so aber nicht machen, weil ich bin Anfänger. Die Leute müssen hier gewarnt sein. Ja, da ist ein Anfänger, da müssen wir Rücksicht nehmen, da müssen wir aufpassen. Deswegen habe ich mir noch eine kleine Warnweste besorgt und die ziehe ich jetzt an und dann schauen wir mal. Oder auch deine Beine. Also die Beine müssen nach vorne. Genau, das Gewicht muss weiter nach vorne. Und man hat Angst, dass man mit der ganzen gesamten Fresse aufschlägt und die Zähne sich raushaut. Scheiße. Okay, noch einmal. Meinst du, das wäre etwas? Meinst du, das wäre etwas? Das sah doch schon gut aus, oder nicht? Nicht? Aber auch von da wieder rauf? Du wolltest auch gleich, ne? Nee, nichts. Bevor du dich nach Berlin verpieselst, machst du dich auch nochmal. Darfst nicht abbremsen. Darfst nicht abbremsen. Die Beine müssen in der Luft bleiben, ne? Nimmt die Geschwindigkeit. Am besten ist, glaube ich, auch, ich würde halt so machen. So. Dann könnte ich hier unten noch mal kurz so machen. Aber ich habe Angst, dass ich mir die Haxen brechen werde. Platz!
da fehlt Schwung. Knie ist aber gefährlicher. Oh ne. Ne. Auf dem Knie, da hau ich mir die Fresse kaputt. Auf dem Knie wird das nichts. Vielleicht muss ich hier oben ein bisschen mehr Schwung haben. Die Stange ist halt im Weg. Ja? Die Stange, ne, stört er halt. Bremst halt immer ab. Ja. Ist hier was? Das ist so nass. Sag mal, tut das Not? Also nicht geschafft. Mein Knie traue ich mich nicht. Mein Knie ist zu krass. Ich will es aber noch mal probieren. Ich probiere es noch mal. Letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ist es vorbei. Vielleicht habe ich ja von der Seite mehr Glück. Probier's mal von der anderen Seite. Nicht geschafft. Ich hab's ja. Versager. Tizos, es tut mir leid. Ich hab's jetzt zwar mit der Hand geschafft, aber es gilt natürlich nicht, ne? Aber auf jeden Fall ist immer wichtig, auch für alle, die das vielleicht mal nachmachen wollen. Ich kann es nicht empfehlen, aber es ist immer wichtig, eine Weste zu tragen, ne? So, nächste Aufgabe. Wir kommen zur nächsten Aufgabe und so heißt sie. Lümmeltüte, ja, und was könnte damit gemeint sein? Na klar, Kondome, Billy Boys, Präservativ, ja, ich sag an der Stelle nur Safety First. Und so lautet jetzt meine Aufgabe, hier sind die Regeln. Ich muss innerhalb von 2 Minuten mir ein Kondom über den Kopf ziehen, mit der Nase aufblasen und zum Platzen bringen. So, ich darf auch mehrere Kondome verwenden, wenn zum Beispiel eins reißen sollte, solange ich also hier diesen Vorrat habe von 5 Kondomen. So, also dann nehme ich mal das erste hier raus und dann mache ich das mal auf. So, ich werde das schon mal so ein bisschen abrollen. Ja, gut, im Pink, ja, hier, Pink. So, ich nehme mal die Cappy hier ab, damit das... Ja, Leute, natürlich habe ich die Haare jetzt nicht, deswegen hatte ich auch die Cappy, das ist... Also wirklich. So, und dann, jo. Ich stopp selber die Zeit, ne Lobby? Ja, ich will dich nicht überfordern, ja? Du kannst im Hintergrund einfach mal zuschauen, dich ein bisschen entspannt, amüsieren, ja? Das wird das letzte Mal sein, dass du was zu lachen hast, bevor du nach Berlin ziehst. So, okay. So, die Stoppuhr mache ich also selber. 2 Minuten Zeit habe ich. Und ja, ich habe das Ganze schon abgerollt. Und ja. Gut, dann auf die Plätze. Fertig, los!
Weil das muss ja jetzt irgendwann mal platzen, ey. Das ist mega anstrengend. Mir tut der Rücken davon voll weh. Okay, weiter geht's. Oh. Oh, also ihr seht die guten Billy Boys, da geht eine Menge rein, ne? Nur mal so als kleiner Informationstipp hier von meiner Seite aus. Meine Fresse, ey, wollt ihr mich verarschen? Wie lange hat es jetzt gedauert? Oh, 3 Minuten. Okay, 3 Minuten. Er ist geplatzt, aber leider viel zu spät. Okay, also wieder einmal Aufgabe nicht geschafft. Loser. Leider schon wieder. Habe ich mir einfach vorgestellt, aber es ist wie es ist, ne, Nobby? Geht's weiter, wir kommen zur nächsten Crazy Challenge. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier also im Wald. Ich habe hier so eine Box, die ist vollgepackt mit Wechselklamotten, Handtüchern. Dann habe ich hier noch eine Gießkanne. Und fragt ihr euch vielleicht zu Recht, was hat der denn jetzt wieder vor? Ich werde mir jetzt hier im Wald einen Hindernisparcours bauen. Ich möchte mit einem Seil, das ich mit habe, über so einen kleinen Bachlauf schwingen. Ich möchte durch Matsch robben. All das werde ich jetzt hier machen. Ja, Schiedsrichter, wir sind jetzt seit schon fast 10 Minuten, 15 Minuten dabei und versuchen hier so ein bisschen den Parcours aufzubauen. Das Seil, was Norvi da unten gerade hat, das wollen wir hier oben über einen Ast schwingen, damit ich dann am Ende hier über diese kleine Schlucht mich schwingen kann. Kleinen Ast habe ich gar nicht. Aber man kann das schon. So sieht der Fußboden hier aus. Alles voller Laub. Alles hier auf dem Abhang, auf der Schräge. Das ist alles nicht ganz so safe. Aber naja. Wir probieren es weiterhin. Novi sieht auch aus wie so ein Verbrecher. Boah, die Steine, ne? Ja. Oh, oh, oh. Digga, willst du mich loswerden, oder was? Sabotage ist das doch, was du machst! Alter, ich hab mir den ganzen Lauf hier und so, schon gefährlich. Oh, hier der Laufweg. Ah. Ah. Das muss reichen. Oh, ich kann sie auf mich schmeißen. Mann, da fehlt doch gar nicht so viel. Scheiße. Wir versuchen die ganze Zeit, diese Gabelung da oben zu treffen. Die da. Da soll das Seil so rüber. Von... Ja, da unten. Nicht ganz so einfach, aber wir versuchen weiter. Nur Risk, nur Fun! Ah! Was ist das denn? Oh, cool. Buh!
Oh Mann! Alter, als wären wir zwei Vollpfosten. Schiedsrichter, du machst Scheiße. Ja, das stimmt. Weiß wie Mädchen. Jetzt mal unter uns, ne? Wir stehen da zusammen unten und er furzt da heimlich und denkt, ich riech das nicht oder was? Der ganze Wald stinkt. Wie soll man das bitte nicht riechen? Nix. Kacken. Du musst kacken? Ja, genau sowas habe ich auch gerade gerochen. Ja. Hab schon ein bisschen gekackt. Ist schon ein bisschen was in die Hose. Ja, da kann man nichts machen, ne? Oh, Burger King will wieder raus. Schizos, wir haben es nicht geschafft. Wir konnten das Seil da nicht runterhängen. Also Novi hat es geschafft, das Seil durch die Gabel zu werfen. Allerdings ist dann der Ast, den wir da als Gewicht dran befestigt haben, abgerutscht und somit hang das Seil da oben einfach. Und wir konnten es nicht richtig runterkriegen. Dann haben wir gesagt, gut, dann spannen wir das halt über die Schlucht. Aber auch das hat nicht wirklich funktioniert. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir haben hier so eine steile Wand da drüben. Schaut mal. Da drüben ist so eine steile Wand. Da haben wir jetzt von oben ein Seil herabgelassen. Und ich werde gleich dort oben starten. Hangel mich an dieser Wand herab. Hangel mich dann hier quasi langsam wieder so hoch den Berg. Dann geht es hier durch diese kleine, ungemütliche, etwas matschige Strecke. Hier muss ich rüber robben. Mein Po darf nicht angehoben werden. Also wirklich durch den Dreck robben. Bis hin zur blauen Gießkanne. Und genau an der Stelle geht es hier wieder runter, auch alles mit Blättern und Laub voll. Rutschgefahr ist gegeben. Dann geht es hier wieder runter und ich muss bis zu diesem Stamm, der dort schräge über den kleinen Bachlauf verläuft. Über diesen Stamm muss ich dann also wieder den Berg hoch bis zum Ausgangspunkt, wo ich eins gestartet bin. Das alles in 3 Minuten. 3 Minuten. Novi wird auf die Uhr schauen, auf die Zeit achten. Am besten dann bei der Kamera. Er ruft dann laut Start und dann geht's los. Ihr seht das natürlich gleich wieder eingeblendet. Aber so kann ich das nicht machen, Novi. Ne? Ich falle hier irgendwie auch irgendwie nicht richtig auf im Wald mit der grünen Jacke. Da müssen wir was anderes machen. Ich ziehe mich noch mal kurz um. So. Also, umgezogen bin ich. Ich habe jetzt hier eine kurze Sportlerhose an. Und, meine Lieben, schaut mal. Flipflops. Ja. Damit... Nee, man muss natürlich auch ein sicheres Schuhwerk haben, wenn man das Ganze macht, ja? Keine Ahnung, Novi, wie viel Grad haben wir heute? 3 Grad? Ja. 3 Grad, es ist schon düster, es ist nass, es ist feucht, es hat geregnet heute Nacht. Nee, ist super. Damit ihr mich aber noch ein bisschen besser sehen könnt, hier in der Dunkelheit, werde ich mir nochmal, ja, ihr kennt ihn schon aus den anderen Folgen, diesen Anzug anziehen. Ich schlüpfe da nochmal eben rein. Okay. Ich bin startklar. Ich gehe jetzt auf Position und dann geht's los. Und Novi gibt dann gleich das Startsignal. Ne? So, Freunde, wir sehen uns auf der anderen Seite. Und los! Verletzt oder was? Hä? Verletzt oder was? Ja, aber gucken wir gleich. Ja.
wieder rüber robben. Hast noch eine Minute. Ich bin oben. Ich bin oben, Kevin. Jetzt reiß dich mal zusammen da. Der Untergang des Shits. Wenn mich jetzt einer noch nicht abonniert hat, ne? Dann auch mal Hackengas. Ihr wisst ja, no risk, no fun. Leute, macht das bitte auf keinen Fall nach. Ihr seht ja, Hose aufgerissen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich darf das hier nicht so zeigen. Aber ich habe mir meine Hand auch von der Haut her aufgerissen. Zeigt das mal vom Weiten. Man sieht halt so ein bisschen Blut. Ach, und die tun halt jetzt weh, die Finger, ne? Weil ich das Seil ein bisschen um die Hand gewickelt habe. Und das ist natürlich blöd. Gab natürlich einen Ruck. Ich hang am Seil mit der Hand, alles aufgerissen an der Hand. Scheiße. Da erinnere ich mich daran, an meinen Vater, der mir das Seil besorgt hat. Der sagte, Kevin, ich meine natürlich Schizostreamer, er meinte, Schizostreamer, das ist ein Kunstseil, wo viel Kunststoff mitverarbeitet wurde, wenn du daran abrutscht. Das wäre sehr schmerzhaft. Trag dabei Handschuhe. Hab ich gemacht, ne? Also, Freunde, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Also doch ein Kevin. So, Freunde, ich bin jetzt reingegangen. Ich bin hier jetzt lidiert. Ich bin angeschlagen. Also die Finger, die zwei, die hat es tatsächlich getroffen. Da ist ordentlich Haut abgeschrabbelt und ja, in die Wunden ist auch ordentlich Dreck gekommen. Ich musste das erstmal hier reinigen mit Q-Tips und so weiter und so fort. Also bitte auf keinen Fall nachmachen mit dem Seil an so einer Wand oder so. Das ist total bescheuert. Das war eine blöde Idee. So. Jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe und so heißt sie. Und es sind zwei Aufgaben in einer Challenge, denn einmal 10 Berliner essen, ja, erstmal 10 Berliner schaffen und gleichzeitig, ich darf nicht kleckern. Die sind natürlich alle gefüllt mit Marmelade. Ich habe hier 5 Berliner mit Guss und 5 mit Puderzucker. Ihr seht es, wir arbeiten jetzt mit einer zweiten Kamera an der Stelle, dass ihr also gleich hier einen super Blick auf den Tisch auch immer habt, ob ich hier mit Marmelade klecker oder nicht. Das heißt, selbst wenn ich mit Marmelade klecker, läuft die andere Aufgabe weiter. Ich muss 10 Berliner essen. Ich darf nicht unterbrechen, das heißt, habe ich einen Berliner gegessen, muss ich mit dem nächsten weitermachen. So, sobald auf dieser weißen Platte rote Marmelade zu sehen ist, ist die eine Aufgabe gelaufen. So. Dann würde, wie gesagt, das Weiterlaufen mit 10 Berliner essen. Also eine Doppel-Challenge in einer. Mal sehen, ob ich es schaffe. Denn heute habe ich mit Novi, ja, das sagte ich ja schon,
gegessen bei Burger King und da haben wir uns den Bauch vollgeschlagen. Ich hatte ein, wie heißt das, Doppel-Chili-Chicken-Long, irgendwie sowas in der Art, nur andere Reihenfolge, und einen Chili-Cheeseburger plus Pommes. Ja, ist noch nicht so lange her und jetzt geht's an die Berliner. Schauen wir mal. Also, ich würde mal sagen, auf die Plätze, fertig, los! Staubtrocken, der Scheiß. Oh oh. Hier unten reißt es schon auf. Die Marmelade droht schon zu tropfen, ich gehe mal um. In Berlin ist echt hardcore. Oh, eins ist weg, Nummer zwei. Die sind aber gar nicht so lecker. Da gibt es bessere Berliner. Die sind nicht so gut. Insgesamt sehr trocken. Zuckerguss schmeckt auch nicht so. Nummer 2, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Leute, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Selbst wenn ich jetzt noch ein, vielleicht noch zwei schaffe, aber ich schaffe niemals noch die ganzen sechs. Ich meine, das mit dem Nicht-Kleckern hat bis jetzt super geklappt. Wenn es nur darum ginge, dann könnte ich natürlich jetzt hier weiter essen, immer so, bis die Marmelade weg ist, dass ich aber zum Beispiel nicht das ganze Ding aufessen muss. Ja. Aber. Oh, ne. Ich stoße andauernd nix auf. Andauernd nix. Weil es kommt ja von den Berlinern, ne? Ah, und der kommt ja aus Berlin. So. Pass auf, Freunde. Schizos. Ihr seid heute absolut von mir enttäuscht. Und das. Zu Recht. Es bringt nichts. Wenn ich jetzt hier weiter mampf, ne. An der Stelle Aufgabe nicht bestanden. Und zwar in zweifacher Ausführung. Das mit dem Wald habe ich auch schon nicht geschafft. Und so weiter und so fort. Nee, an der Stelle muss ich sagen,
das gebe ich mir nicht, dass ich wieder so voll bin, bis ich hier kotzen müsste. Reicht mir schon hiermit heute. Ja, jetzt sagte ich gerade zu Norby, okay Mensch, jetzt hatten wir uns ja noch gar keine Gedanken gemacht über eine Bestrafung, was soll ich da machen? Und dann standen wir so bei mir in der Küche und sahen noch diese ranzige Banane, die schon etwas länger dort liegt. Und die ist schon, ja, so ein bisschen angelaufen. Ich schäle die hier mal. Also die wird mega, mega süß sein, was ja auch schon nicht mal unbedingt lecker sein wird, weil die schon so süß ist. Damit ist jetzt eine Bestrafung. Es hat noch, wie gesagt, du, pass auf, dann nimm doch, ich hatte so ein Kurkuma-Gewürz in der Küche und er sagt, panier die doch damit. Ich sag, nee, komm, nicht Kurkuma. Weiß ich jetzt auch gar nicht genau, was das genau für ein Gewürz ist. Ich glaube, irgendwie so eine Curry-Art. Ich sage, ich glaube, das ist doch noch perverser, wenn wir mal richtig hier Grill- und Steak-Gewürz nehmen. Ja? Grill- und Steak-Gewürz. Und damit wird nun diese Banane paniert. So, also, ich würde sagen, ich streue mal so ein bisschen was auf den Teller drauf. So. Wir müssen ja nicht übertreiben. Ne? Ich glaube, das bisschen reicht schon. Das wird es ja in sich haben. Und wälzen die jetzt einmal da drin. Man sieht schon, hier oben auf der Banane legt sich also schon der Rotz ab. So, wir können es nochmal richtig darüber machen. So, können das nochmal hier so ein bisschen drehen. So, können die auch ruhig teilen. Kann man die ein bisschen besser drehen. So, also überall kleben da jetzt so ein paar von diesen, ja, Grillgewürz-Sachen dran. Das wird sicherlich nicht lecker sein. Ich mache noch ein bisschen mehr. Ich sehe schon, Nobby guckt schon ganz entsetzt, was für eine Pussy ich werde. Nein, okay, so. Boah, das riecht schon so intensiv würzig. Ja, das ist jetzt also meine Bestrafung. Das heißt, ich muss diese Banane jetzt mit diesem Grillgewürz essen. Und ich würde mal sagen, guten Appetit. Diese Bestrafung habe ich nach dem heutigen Versuch, die Aufgaben zu schaffen, durchaus verdient, da ich sie nicht geschafft habe. Ja, klar. So, okay, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt keinen Eimer hier, ne? Wenn ich kotzen muss, dann noch wie du hältst, einfach die Hände auf. Okay, los. Das Salzige ist gerade das Ekligste. Es kommt richtig viel so was Salziges durch. Das ist mega eklig gerade. Ah, komm einfach. Okay.
nicht mehr so ein Scheiß. Okay, okay, also ich mach's jetzt kurz, weil ich will unbedingt was hinterher spülen. So, ich habe das jetzt, ne, wie ihr merkt, aufgegessen. Das war meine Strafe, die hatte ich durchaus verdient. Das Ekligste war wirklich jetzt daran, ja, das Salzige. Das Salzige und dann so ein bisschen das Scharfe. Und das in der Kombi mit der Süße der Banane, also mega ekelhaft. Aber ich hab's nicht anders verdient. Heute war wirklich mal richtig krass abgelöst. So, Nobby, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diese 4 Ausgaben von Risk No Fun mit mir zusammen gedreht hast. Und auch, dass du, ja, bevor es losging mit No Risk No Fun, haben wir ja auch schon mal eine Spezialausgabe von Was ihr wollt gedreht. Das war so ein bisschen eigentlich der Vorreiter und die Entstehung dann zu No Risk No Fun. Also vielen lieben Dank, dass du mal an der Kamera warst und dass du auch das ein oder andere Mal vor die Kamera getreten bist. Ja? Wir erinnern uns daran, wie Nobby vom Fahrrad flog oder wie er mit einer Leichtigkeit die Klimmzüge gemacht hat. So, also, ich wünsche alles Liebe, alles Gute in Berlin und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe von No Risk No Fun. Ja, wer wird denn nun in Zukunft hier an die Kamera treten? Wer wird die Kamera führen? Und das wird, so wie es aussieht, ein anderer Kollege von mir machen und der heißt Marcin und ja, freue ich mich drauf, auf die Zusammenarbeit. Das dann also ab der 5. Ausgabe. Dann sehen wir uns hoffentlich auch in einer der nächsten Streams von mir wieder. Ich streame immer einmal die Woche und ja, würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben da und ihr könnt auch gerne Kommentare unten reinschreiben. So, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schizos, noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Auf Wiedersehen. Ja, das hat mich alles gemacht. Hört das auch mal wieder auf zu bluten? Durch Gegenpinkeln. Ja.